Yo, was geht ab, Freunde? What's poppin' YouTube und willkommen zu einem richtig coolen Buy First Guy. Denn heute haben wir neue Price Ranges am Start, natürlich Rekord Price Ranges. Und wir dürfen noch zwei weitere Captains einfügen und mit dabei ist auch ein Captain. Was geht ab, Pro uns? Ja, was geht ab, Leute? Pro uns ist auch am Start. Yes, alleine wegen den neuen Price Ranges werden kaum noch Goldkarten, glaube ich, überhaupt angezeigt werden, weil wenige so viel wert sind. Wenn, dann sind das die geilsten. Das heißt, Teams werden bunt, Teams werden fresh, Teams werden teuer. Wenn ihr Buy First Guy bei mir wieder öfter sehen wollt, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt auch Ideen für weitere Captains und so in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja coole Ideen. Ich würde sagen, wir suchen nach dem ersten Spieler und der wird jedes Mal 27.500 Münzen wert sein. Der Kapitän wird mindestens 100.000 Münzen wert sein. Dann dürfen wir noch eine Icon einfügen und wir werden nach einem Trailblazer suchen. Also richtig, richtig nice. Ja, sind safe coole Sachen mit dabei. Ich wäre ready für die erste Position. Ich suche auf locker mit der Price Range. Ich bin so gespannt, was da für Seiten kommen. Okay, du hast schon eingegeben, oder was? Bist du schon ready, um rauf zu gehen? Yes, ich bin jetzt drauf auf der Seite. Oh, ich auch. Und Freunde, ihr könnt natürlich gerne ein Abo da lassen, um keine Videos zu verpassen. Checkt doch gerne Danny ab. Aber meine Seite sieht wirklich sehr crazy aus. Willst du mir als erstes meine Zahl geben? Komm, machen wir. Ich gebe dir die 3. Oh nein, also ist cool, aber die 5 und alles, was unten war, wäre richtig crazy gewesen. Aber mit der 3 kann ich arbeiten. Der sorgt am Ende bestimmt für ein bisschen Chemie. Damit kann man gut reinstarten und dann kriegst du von mir was von unten. Und dann würde ich sagen, ist das die 9. Pass. Habe ich den sogar schon im Verein? Ja, hatte ich mal gezogen irgendwann. Tue ich rein direkt. Easy. So, ab in die nächste Position. Ey, ich glaube, ich habe in diesem FIFA schon ein paar Buy First Guys raus aufgenommen. Ist jetzt auch schon ein Monat alt, das Game schon, ne? Geht schnell schon wieder. Kommen auch schon richtig geile Events und so. Aber es ist bisher noch nie irgendwie bei mir der Fall, weil ich glaube, ich konnte noch nicht einmal einen Spieler upgraden, obwohl ich auch ein paar SBCs und so habe. Konntest du schon mal irgendwas upgraden in dieses Jahr jetzt bei Buy First Guy? Nee, aber so viele Upgrades gibt es ja auch noch gar nicht. Ne? Natürlich, wenn man irgendwie so ein, weiß nicht, Julian Brandt oder so ein Gold bekommt, könnte sein, dass man die Road to the Knockout-Karte gezogen hat. Ja, oder aber Haaland, zum Beispiel bei Gold, Icons, wenn man den POTM hat oder so. Oder, ja, das Einzige, was so, ich immer... Du hast Pelé immer normal bekommen und hast 99er eingefügt oder so. Ja, das war nochmal krass. Ich will aber diesen Moment einmal jetzt erleben. Hier, komm, vielleicht hier. Bei dir gibt es scheinbar ein Upgrade, dann kriegst du die Nummer 4 von mir. Ja, das ist gut, hol ich. Ja, die habe ich vorhin, glaube ich, auch gerade erst verkauft. Ah, nee, die habe ich auch im Verein noch. Ja, war ich schlau, habe nicht verkauft. Ich bin sprachlos bisher, aber ist okay. Wir haben halt unsere Joker, die wir gleich raushauen können. Ich gebe dir die 10. Bro, auf der 5 wäre ein Spieler gewesen, der 1,9 Millionen Coins wert ist. Ja, was hast du für Seiten? Das ist völlig verrückt. Aber es war auch nur einer dabei, der so teuer ist. Der Rest kostet so 50k oder so. Also, ja, mit der Nummer 10 kann man aber auf jeden Fall was machen. Der ist gut auf dieser Position, da kann man den spielen. Und Freunde, ich starte auch direkt rein mit meinem ersten Kapitän, aber den suche ich random auf dem Markt und zwar für 100k Minimum. Die Price Range könnte reinscheppern, vor allem auf dieser Position hier. Ich bin gespannt, was für Spieler kommen. Ich habe auf jeden Fall genug Coins auf dem Konto, um mir jeden hier leisten zu können. Und ja, da sind ein paar dabei, die ich sehr, sehr gerne spielen würde. Vor allem der hier. Der wäre verrückt. Okay, ich habe auch auf Token einfach meine Icon eingefügt, weil ich muss was machen, mein Team zu upgraden. Währenddessen bei dir auf dem Markt waren da jetzt 10 Spieler, bestimmt ein paar richtig krasse, vielleicht auch ein paar, die man gar nicht so gern hat. Mal gucken, was ich hitte. Ich gehe auf die 6. Oh, das ist mit die einzige Goldkarte auf dieser Seite. Sonst waren alle Special-Karten am Start. Aber wenn Goldkarten 100k plus kosten, dann wisst ihr, dass die gut sind und dass die Meta sind und dass man die spielen kann. Und deswegen bin ich relativ zufrieden mit ihm. Ja, ich glaube, der kann dir ein paar Finesse-Schüsse ins Tor. Ja, Griezmann, Digga. Ich hätte auch so schon gesagt, dass Griezmann ist. Hättest du nicht mal Finesse-Schuss sagen müssen. Ich habe überlegt, Goldkarten 100k, du hast safe Angriff gesucht, direkt Griezmann im Kopf. Meinst du Griezmann oder was? Kommt ja bei Flügel. Okay, ja, meiner ist ja auch drin. Dann können wir direkt den nächsten gleich machen. So, jetzt würde ich gerne was Schönes hier bekommen, auch mal auf dem Markt. Nicht nur bei mir aus dem Verein, sondern auch auf dem Markt, dass die was nice können. Bei der Position geht was. Bro. Hier ist ein Spieler, der kostet 7 Millionen. Halleluja. Hast du den schon im Verein oder bist du den kaufen? Habt ihr tatsächlich im Verein zufällig? Also, was? Schmecken. Also sag ich nicht nein. Bro, ich bin gerade kurz davor zu sagen, ich würde dir den mies gönnen. Gib mir einen Tipp, ob er oben oder unten ist. Aber ich weiß nicht, ob wir es machen sollen, weil am Ende schieße ich mir jetzt hier ein Eigentor. Naja, das wäre ein Eigentor, glaube ich, wenn ich den habe. Das wäre ein Eigentor. Okay. Dann sag mir gar nichts, gib mir keinen Tipp. Ich hoffe einfach, dass ich ihn nicht treffe. Wenn du schon so reagierst, dann kriegst du von mir jetzt... Ich mach's kurz und schmerzlos, du kriegst die 1. Auf der 1 wird er nicht sitzen. 1 hat sich fast angehört wie 8. Auf der 8 wäre er gewesen. Auf der 8 wäre Pelé einfach gewesen. Pelé! Was ist das?
Wie kommt Pelé bei einer Price Range von 27, Digga? Einfach Top 3 teuerste. Und wer ist denn stattdessen geworden? Du hast die Erlaubnis, jetzt einmal zu spoilern, wenn du willst. Nö, glaube ich, will nicht. Aber die hat dich letztes FIFA schon ein paar Mal am Anfang, hatte die auch eine coole Karte, hat dich ein paar Mal richtig genervt. Ich hoffe, dieses Jahr ist ihre Karte auch wieder cool. Okay, anscheinend eine Frau im Sturm, also ja. Smith oder so. Ja, mal gucken später. Yes, du bist auch auf deiner Seite oder was? Oder? Yes. Dann machen wir... Ja, ich hätte gern die 8 gehabt, mache ich dir die 8. 7, 8, ja. Hier war 8 mal der gleiche Spieler und ich habe auch einen von den 8 bekommen. Okay. Ich bin auch gespannt, was du später zu einer Sache sagst. Ich spoiler dir das jetzt mal nicht, aber du wirst auf jeden Fall drauf reagieren. Also ich schätze mal, weil das ist, glaube ich, noch nie vorgekommen und das kommt heute das erste Mal vor. Ich gehe auf meine nächste Position, das ist diese Position. Du wirst es sehen. Ich werde deine Reaktion, du wirst drauf reagieren, wenn du es gesehen hast. So, ich bin auf meiner nächsten Position. Okay. Schock. Kam vielleicht für 27k irgendwie Bronze oder Silber? Nee, geht nicht. Hä, was kann da passiert sein bei dir? Okay, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch auf der nächsten. Ich gebe dir die Nummer 7. Komm. Ach man, Digga, noch eine weitere Liga und ich weiß nicht, wie ich den auf Chemie kriegen soll. Ich hasse es, mit Spielern zu spielen, die keine Chemie haben und vor allem auf dieser Position ist das sehr, sehr nervig. Ich hab dir noch gar nicht die 7 gegeben, ne? Nee, noch gar nicht. Deswegen gibt's von mir jetzt auch die 10. Ja, aber 7 und 10 war der gleiche Spieler. Hey, warum werfen die mich aus dem Team raus? Ich glaube, auf der Position der einzige Stabile, den ich nicht besitze, oder? Ja, dann tue ich den auch mal in meine Keeper-Sammlung mit rein. Dann habe ich, glaube ich, jeden Keeper. Hast du einen Keeper gesucht? Ja. Okay. So, Freunde, ich würde sagen, ich suche jetzt mal nach einem Trailblazer und das machen wir komplett random. Das heißt, ich lasse die Position offen, gebe 27.500 ein und schau mal, wen ich da bekomme. Zweiter Joker und dann habe ich noch eine Icon am Ende übrig. Ich gehe auf den Markt. Warte mal. Wie, wir suchen random? Das heißt, kann sein, man kriegt den Keeper? Bro, hätte ich das gewusst, hätte ich ja nur meinen Keeper auch lange nicht gesucht. Dann muss ich am Ende Keeper irgendwie in den Sturm stellen oder was, wenn ich den kriege? Gibt es überhaupt einen Trailblazers Keeper? Ich glaube ja, nicht. Ja, es gibt einen Keeper. Doch, es gibt einen. Der war ja auch gerade bei meiner Keeper-Auswahl mit dabei. Das ist ja fatal, Digga. Das kann ja richtig schief gehen. Hier kommt die Regel denn? Live im Video erst raus. So ein Ding ist das. Hey, was ist das denn, Digga? Ja, okay. Boah, ja, aber auch so Krach, weil ich hier mein Controller ist nebenher noch am Ladekabel. Darf ich mir diesmal aussuchen, ob ich was von oben oder von unten will? Hä, aber du durftest auch nicht. Ja, ich hab doch gesagt, ich hab sie angeboten, du meinst selbst nein. Ja, ich meinte nur, ob du das wirklich willst, so auf den. Ich muss mir ein langes Ladekabel holen. Ja, mach, von mir aus, mach oben oder unten. Echt? Und du sagst dann auch wirklich da, wo ich was will? Ja, erzähl. Ja, okay, dann von unten. Ja, okay, dann was von oben, also. Nein, ey, wenn du das jetzt machst, wir sind keine Freunde mehr, Real Talk. Ja, guck mal, der macht live neue Regeln in so einem Video, wirst du nicht Tor im Sturm ab auf einmal und so. Egal, ja, nimm die Nummer 6. Ja, okay, ich sag dir mal, wer unten war. Unten war Marcus Llorente, Erling Haaland, Durin, Aitana Bonmati und Quaradonna. 4 aus 5 waren krass und ich weiß nicht, wen ich bekommen habe, du wirst es sehen. Okay, ja. Ich bin auf meiner Seite irgendwie fast nur Special Cards. Okay, dann kriegst du... Du darfst auch sagen, willst du was von unten, von oben, weil dann machen wir es fair. Aber ehrlich, bei denen ist echt egal hier. Okay, dann nimmst du später genau noch den Joker wahrscheinlich. Sagst du auch, jetzt will ich aber auch. Okay, dann kriegst du von mir einfach auf locker jetzt mal die 7. Ja, passt. Okay, ich sag mal so, wenn Informs für 12.000 Coins weggehen, dann sind das meistens leider nicht so geile Spieler. Das stimmt. Dann werden die eigentlich nur für SBCs und so benutzt, aber passt. Was habe ich noch für Joker? 100k habe ich noch und Trailblazer habe ich noch. Du darfst noch Verein suchen. Also wir haben quasi alles noch theoretisch offen in diesem Video. Aber ich muss ehrlich dann jetzt für Trailblazer suchen, bevor ich gar keine Position mehr im Team offen habe. Trailblazer, alles offen, nix, dies, das. Ich bin drauf auf der Seite. Kann ich die alle irgendwie einbauen? Ja, okay. Hä, darf ich denn die Leute, die auf der Position sind, wegschieben, so mäßig? Ja, wenn du schon einen auf der Position hast und der andere woanders besser hinpasst, dann würde ich sagen, darf man das machen. Heute ist das eine Ausnahmeregel. Okay, willst du sagen, ob du was von oben unten willst oder soll ich einfach random losschießen? Ja, hier auch einfach random. Ich kann sogar jeden einbauen auf volle Chemie, wenn ich einen Spieler schiebe. Also ich muss jetzt nichts auf Krampf machen. Das ist gut. Das ist sehr geil. Dann gibst du die Nummer 4. Boah, ja, okay, das ist sogar der Beste auf der Seite. Stark! Den habe ich sogar auch schon gezockt, aber den habe ich gerade wirklich. Der vor der Aufnahme verkauft. It is what it is. What krieg ich? Die 5. Die 5. Ist gut, habe ich auch schon mal gezockt. Und ich weiß gar nicht, ob ich ihn noch im Verein habe. Wahrscheinlich mal Untrade gezogen oder so. Schauen wir mal. Leider nein, oder? Doch, da ist er. War klar, dass ich den Untrade gezogen habe. Okay, wir haben den nächsten Spieler im Team.
Muss aber ja irgendeine random Goldkarte dann sein. Ja, okay, weiter ab auf die nächste Position. Back to Price Range. Zack, zack, zack. Ich bin drauf auf der Seite hier. Oh mein Gott, ja, okay. Bei mir kommt jetzt mein dritter Joker. Mein dritter Joker. Ich mache es jetzt. Und ich glaube, ich füge jetzt ihn hier ein. Denn der sorgt für ein bisschen Chemie. Und ich glaube, den brauche ich jetzt auch hier. Zack, er ist drin. Und damit habe ich auch meinen letzten Joker eingefügt. Ich glaube, du hast noch einen übrig. Ich suche jetzt gleich meine letzten drei Spieler. Bist du auf deiner Seite? Ja, ich bin drauf. Du bist drauf, du bist drauf, du bist drauf. Dann die 8. Yes, Sir. Habe ich im Fein. Hol ich ran, den Mann. Manchmal ist gut, nicht zu verkaufen. Zack, er ist drin. Du hast gerade dein Icon eingefügt. Ich bin gerade am Überlegen. Cantonat ist ja, glaube ich, viel im Verein. Beckham, weg gleich sehen. Bin auch gespannt, was es ist, was du von angeteasert hast, wo ich überrascht sein werde bei deinem Team. Aber ich bin bisher nicht unzufrieden. Ich bin auch ready direkt für die nächste Position. Zack! Und auch hier wieder so gut wie nur Special Cards. Was ja bei dem Position echt wild. Der Mann macht hier Uncut-Video auf einmal die ganze Zeit. Digga, dritte Position Uncut gefühlt. Bin auf meiner nächsten Position. Ja, ja, ja. Digga, ich weiß nicht warum, aber bei 27.500 kommen echt krass solide Spieler mittlerweile. Ne? Also wir sind bei einer Price Range angekommen, wo man merkt, hat Potenzial, gute Karten zu bekommen. So. Hey, überleg mal, bei mir war Pelé auf der Seite, bei ganz normaler Price Range, was ist das? Ja, ich kann dir schon mal so sagen, Nummer 9 und Nummer 10 brauchst du mir nicht geben, weil den habe ich schon im Team, aber alles andere darfst du mir geben. Ja, dann machen wir die... Die 1 habe ich dir noch nicht gegeben. Haha, geil. Ich glaube, das ist sogar mit... Das ist der Beste auf der Seite. Also ganz klar sogar der Beste. Und der ist der nächste Spieler, der über 100k kostet, Freunde. Und das ist mal ein Inform, den man sehen will, Danny. Nicht so wie dein Inform, der 12k kostet. Erzähl mal bei mir. Erzähl mal bei dir. Dann erzähle ich bei dir was von der Nummer 2. Sollte zum Dorf. Krieg ein bisschen Chemie zumindest, jetzt nichts Dolles. So, wir machen mal einen kleinen Chemievergleich. Bei mir sieht es trotz Icon und Hero noch nicht ganz so gut aus. Ich habe nur 12 Chemie, Bro. Das ist echt lächerlich. Hero noch! Mein hat ehrlich gerade, glaube ich, 3 Chemie nochmal gebracht, der Spieler, aber ich bin trotzdem nur auf 10. Das ist 10 auch nur? So, mit Manager am Ende vielleicht 12 oder so, aber ich glaube, mehr wird bei mir schwer möglich sein. Ich habe ein paar Nationen und Ligen. Da geht leider nicht viel, ne? Muss man schon so sagen. Na, gucken wir mal, was hier noch passiert. Vorletzte Position jetzt, Freunde. Das vorletzte Mal suchen und jemand die Zahl geben. Ich bin auf meiner Seite. Bist du auf deiner Seite? Wenn ja, dann geh bitte auf eine andere Seite. Oh, okay. Ich hatte noch gar nicht gesucht, aber ich mach den Joker. 100k, ich gehe rein. Erste Seite kann ich mir angucken, krieg davon nichts. Oh, sind schon coole Karten. Auf welche Seite soll ich? Auf Seite 2. Boah, die ist viel besser. Viel mehr Icons. Nein, ich habe mir einen eigenen Tor geschossen, Freunde. Ich habe mir eiskalt. Ich habe Firma gegen Wand gefahren. Ich meine, sehr scheiße. Ja, komm, dann kurz schmerzlos. Mann, warum mache ich immer sowas? Jetzt gibt's die 7. Dann komm, wenn schon, denn schon, alles. Knall dir die 7 ins Team. Okay. Ich glaube, ist nicht so zufrieden. Okay. Doch, die Karte, also ich habe die selber noch gar nicht gespielt, aber immer wenn ich Weekend League auf die treffe, kriege ich Haarausfall. Deswegen wird Bock machen, vielleicht auch mal selber jetzt den Bruder zu spielen. Kriege ich Haarausfall, sagt er. Ich gebe dir die Nummer 9. Und das wäre so ein Spieler gewesen. Warte mal, habe ich das Upgrade im Verein? Bitte, das könnte jetzt das erste Upgrade ever werden. Nein, ich habe das Upgrade nicht im Verein, aber ich habe ihn im Verein. Das Ding ist, am Anfang von FIFA muss man halt auch noch eben mit seinen Coins haushalten. Man hat nichts untrade, man verkauft nach vielen Aufnahmen wieder die Sachen. Deswegen ist es halt schwer, dass man das Upgrade. Ja, Mann. Aber der Spieler hat mir gerade gut Chemie gebracht, sehe ich gerade. Ich habe jetzt schon 16 Chemie. Okay, wir kommen zur letzten Position. Easy! Das Team sieht auf jeden Fall ganz fresh aus. So, 27.500. Jetzt wird es nochmal entscheiden. Ich glaube, hier wird Icon sowas dabei sein, bestimmt. Das nicht, aber schon coole Karten, ja. Schickst du mich auf eine andere Seite? Nö, ich bleib einfach. Also erstmal, ich gebe dir einfach die 2. Okay, wenigstens Premier League, Freunde. Wenigstens Premier League und wenigstens Special Card, ey. Bei der Übersicht hier, das hätte komplett reinscheppern können. Dann gebe ich dir deinen letzten Spieler. Und damit auch den letzten Spieler auf der Seite, und zwar die 10. Also den Verein habe ich auf jeden Fall schon im Team, das heißt, der wird auch 1-2 Chemie zumindest kriegen. Geil. So. Hast Verteidiger gesucht? Ja. Jo, dann weiß ich auch, wen du bekommen hast. Jo, dann weiß ich auch, wen du bekommen hast. Okay, frag mich so dick, auf was ich jetzt hier reagieren soll bei deinem Team. Was du jetzt wirst kommt. Es direkt merken, genau jetzt. Hä? Du hast Brand-Upgrade bekommen, oder warum geht's? Es geht darum, dass ich die Fünferkette genommen habe, Digga. Digga, was ist das denn?
Einer kommt mit Fünferkette an und mit Anschlussglitch. Und direkt mit dem Volley. Junge, abseits. Controller war noch am Laden, der drückt mir fast schon Tor. Okay, und heute wird richtig geschwitzt mit der Fünferkette, Freunde. Auch, ja. Ich merke, jetzt wird komplett geschwitzt. Heute diese keine halben Sachen. Was ist mit Lukaku los? Nee, Lukaku, alles gut. Alles gut. Ja. Quaradonna, oh mein... Son! Ich schwöre... Ey, das verarsche, Digga. Nein, ich könnte 3-0 führen, ne? Und da ist bei mir wieder Weihnachten, wo ich Keeper-Move. Also dieses Game, ich weiß es nicht. Einfach Weihnachten und Nikolaus zugleich. Bruder, was war das für ein geschenktes Tor von EA Sports Canada Vancouver? Nimm mich mit. Dein Torwart hat aber auch gute Parade gemacht. Ha, brauchen Sie nicht wundern, ne, wenn keiner das Game spielt. Muss man halt auch dazu sagen. Digga, das war echt geisteskrank. Komm schon. Okay. Oha! Bruder, was machst du da hinten, Digga? Bisschen tackeln und so. Bro, der wäre auch so drin gewesen. Jetzt habe ich wenigstens noch die Chance, den Elber zu halten. Ja, deswegen. Das ist halt das, was nervt, Digga. Elber wird jetzt vielleicht gehalten. Einfach in die Mitte, eiskalt. Lothar Matthäus, ey. Oh, schöner Doppel. Ich sag's sogar, Doppel, er passt auf irgendwen. Quaradonna. Nein. Ja, der muss drin sein, ne? Den muss Kane machen, ey. Den muss er machen. Wichtig, 2-1. Weiß gar nicht. Den Bucket. Er kommt einfach dick auf bei dieser Range. Ich weiß gar nicht, wie man durchkommen soll, weil diese zwei ZMs ja auch gefühlt noch Innenverteidiger sind. Mal so. Gut. Und dann, ja, ist da endlich kommt der echt Lücke durch da. Die Fünferkette durch? Ich glaub's gar nicht. Son! Und da ist er drin. Und genau dafür hat man solche Spieler. Wenn man, ich weiß, wie man Tore schießen soll in FC25, holt man sich Finals Plus Spieler. Ich habe nicht mal grün getroffen, by the way. Geil. Ich habe sogar gewusst, dass du den machst und genau in die Schussbahn gegangen und er springt dann aus dem Weg. Schön. Walker, du bist schnell. Geile Flanke. Geile Flanke und Tor. Son ist da. Boah. Ich hab's sogar vorhin noch gesagt, ey, als ich Son selber bekomme. Immer wenn ich gegen ihn spiele, macht er 8 Tore gegen mich, weil er alles kann, Digga. Ah, das war Son, über den du vorhin geredet hast. Der kann echt alles. Der kann schießen, der kann Köpfe. Guck mal, wie perfekt Kopf, er in die Luft steigt. Links, rechts, dribbeln, schnell, Körper. Son, echt mies OP, ey. Lukaku aber auch ein bisschen LKW, ne? Na, komplett leider. Nein, Abstoß, wieso geht der da hin? Ey, das ist so, ist krass. Son, ey, das ist unglaublich. Das ist unglaublich, Bruder, er ist ehrlich der Beste. Ich weiß nicht, warum du Haarausfall kriegst, wenn du gegen ihn spielst, hä? Ja, gegen Son macht gar keinen Sinn. Hä? Du musst ihn nur anfassen und schießen eigentlich. Bei Fünferkette sind wenigstens noch welche in der Nähe, um zu blocken, aber bei Viererkette schießen. Seit den nächsten SBWs werden wir nur Fünfer gegen Fünferkette sehen. Sagst du, hast die Schnauze voll jetzt. Hey, Teleportation! Einfach Teleportationsglitch Alter, benutzt! Was ist los? Alles gesehen, Elfer nicht bekommen, Aluminium mehrmals getroffen, Spieler teleportieren sich. GG! Trotzdem gut gespielt. Krass. 3 Discards. Guck mal, Son, 6 Versuche, 4 Tore. 3 Discards, ist so krass. Ja. GG, ey. Team ist gestellt, oder? Soll ich so lassen? Soll ich noch was machen? Irgendwas wird sie treffen, deswegen, ich brauche gar nichts ändern. Du hast die 4-4-2, oder? Oder welche Formation hattest du? Man hat nicht mal gemerkt anscheinend. Du hattest voll gute Formation. 4-3-1-2. Ja, das war crazy. 3 Picks, 4-3-1-2. Gehe ich in eine komplette Reihe, so komplette Angriffsreihe, komplette Mittelfeldreihe? Oder was mache ich? Ich glaube, ich pick von überall ein bisschen. Ich fange erstmal in deinem Sturm an. Also Stürmer, einen von den beiden. Und ich würde sagen, ich nehme den rechten Stürmer. Dann würde ich sagen, gehe ich ins Mittelfeld, nehme von dort noch einen. Und dann nehme ich auch den rechten ZM. Und dann gehe ich in die Verteidigung. Und dann nehme ich, glaube ich, auch was auf der rechten Seite.
Und dann nehme ich deinen Rechtsverteidiger. Und das sind meine drei Picks. Rechts außen? Ja. Das ist wild. Okay, warte mal, wie viel kosten die zusammen? Ja, ja, 270.000 ungefähr. Kleines Handtrade, aber... Den habe ich getroffen. Guardiol in Form, stabil, Son dann auch noch, der kostet knapp 200.000 und dann Ødegaard. Das ist rechter Innenverteidiger, aber Lothar Matthäus, also du bist ganz rechts geblieben. Hättest du so halb rechts gemacht? Oh gut, ich sehe schon die Reihe hier. Aber dann hätte es ganz gebrannt. Okay, das ist crazy. Lothar Matthäus war eher IV, oder was? Ja, ja. Du hast am Anfang mit Ødegaard angefangen, das war voll entspannt. Ich dachte, okay, wenn du jetzt Mittelfeld gehst, wenn du schon rechts genommen hast, nimmst du bestimmt jetzt links was. Dann wäre, das hätte doch früh günstig enden können, so wie es angefangen hat, aber ist es leider nicht. Ich mach mal eine SPC. Mach mal fertig den Lachs. Das sieht irgendwie immer so günstig aus, wenn man Gold-Upgrade diese Goldkarten reintut. Die fallen gar nicht so auf, auch wenn die recht teuer sind, aber naja, seht ihr, könnt es jetzt zusammenrechnen. Sie gehen rutschen. Einmal Son in meinem Leben benutzt? Weiß nicht mal, war jetzt direkt Discarded auch. Bock nicht. Ich geb den, glaube ich, mal eine ganze Weekend-League. Lasst ein Like da, ihr wisst, wie das läuft. Für mehr Ball für Sky, für mehr Duel-Formate. Abonniert den Kanal, verpasst ihr keine Videos mehr. Checkt Danny ab. Und damit sind wir raus. Sind sie weg? Juhu, sind weg. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao. Bis dann, ciao.